Moin Moin und damit willkommen zu einer Ankündigung. Die letzte ist ja schon ein bisschen länger her. Jetzt allerdings habe ich wieder ein paar neue Dinge, die ich gerne mit euch teilen würde außerhalb meiner Runden. Zum einen, ja, ihr könnt es ja erkennen, das Video, die 1000 Abonnenten habe ich und ich wollte euch ja was zurückgeben. Ja, ich habe 12 Dinge, die ihr dann hier erkennen könnt, die ich mit euch gerne teilen würde und daher, ja, einfach mal sich das Video nochmal ansehen. Ich habe das nochmal verlinkt. Ich habe aktuell mehr Produkte, als ich E-Mails bekommen habe. Das heißt, wenn ihr eine dieser Fragen richtig beantwortet, insgesamt sind es 12 Stück, dann seid ihr schon im Topf und werdet mit dann, ja, was heißt ausgelost? Ich gehe dann einfach von oben nach unten runter mit den richtig beantworteten Fragen und ihr könnt euch dann die Produkte nach und nach aussuchen, damit es am Ende alles weg ist. Also wer noch Lust hat, was zu gewinnen, schaut euch das Video an und macht mit. Ja, dann noch einmal was anderes, und zwar Twitch. Ich habe ja den ein oder anderen Livestream, den ich hier auch auf YouTube präsentiere, da dann immer mit Gästen und mit einem festen, mal mehr oder mal weniger festen Thema, was wir uns da besprechen. Aber ihr könnt mich dann auch auf Twitch erreichen, wo ich dann hoffentlich demnächst ein paar Mal öfter streamen werde. Ich habe hier schon einmal während eines Streams Yol Gurmag aufgebaut. Das heißt, da hättet ihr mit dabei sein können, wie ich eine neue Karte hochziehe. Das habe ich ja schon mal in einem 150-Abonnenten-Special gemacht. Da haben wir uns dann auch eine Stadt aufgebaut. Ich habe es jetzt hier im Stream gemeinsam mit den Zuschauern gemacht und wer dabei sein möchte, der kann sich dann gerne mit dazu ja, verbinden, kann gerne mit zusehen oder auch Ratschläge geben oder auch Tipps erfragen. Wer mich da also auch mit anderen Fragen löchern möchte, der kann das gerne tun und dann können wir uns da gemeinsam etwas unterhalten, während ich da dann Dinge tue, auch Sachen vorbereite. Das muss nicht unbedingt DSA sein, das kann auch andere Dinge sein, die ich dann mal leite, also sowas wie Warhammer 40k oder Cthulhu, Splittermond, was auch immer es gibt. Wenn ihr möchtet, dann nehme ich euch gerne auf diese Reise mit, wie ich dann Karten baue und Dinge vorbereite. Und ihr könnt dann, wie gesagt, immer Fragen stellen, wie ich gerade was vorbereite und wie ich dann Abenteuer den Spielern dann anpasse. Ansonsten unabhängig davon, Frage nochmal an euch. Rezension zu Büchern. Gefällt euch das so, wie es bisher ist? Fehlt da noch was? Was genau soll ich in Zukunft noch rezensieren? Ein bestimmtes System, ein bestimmtes Buch? Auch da bitte nochmal Frage, was ihr da haben wollt. Und ansonsten Spontanrunden, also die dann relativ fix abgearbeitet sind. Das sind dann ja mal 5 Stunden, mal 4 Stunden, je nach System. Habt ihr da noch irgendwas, was ihr sehen wollt? Ich hatte ja in der Vergangenheit Game of Thrones gemacht, eine Einsteigerrunde. Wir hatten uns Splittermond angesehen bei einem anderen Spielleiter. Wir haben jetzt Hexen gespielt. Also da die Frage an euch, ob ihr noch irgendwie was anderes sehen wollt. Eine Spontanrunde oder eine Regelerklärung. Runde. Habt ihr irgendwelche Fragen zu bestimmten Settings oder so? Also da könnt ihr dann wirklich alle Fragen stellen. Ihr könnt mir das hier auch in den Kommentare schreiben. Ja, ich bin da sehr offen und nehme euch da gerne mit auf die Reise. Das war's quasi schon für die Ankündigung. Mehr wollte ich gar nicht erzählen und ja, ich habe nichts weiter. Ich wünsche euch damit noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.